Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Resident Evil Code Veronica. Und ich muss euch was erzählen. Mir ist nämlich was richtig Doofes passiert. Und zwar hatte ich diese Aufnahme, die ihr jetzt hier seht, oder zumindest eine Aufnahme dieser Art, die tatsächlich sogar 3 Stunden ging, hatte ich schon fertig aufgenommen. Wir waren schon ganz viel weiter in dem Spiel, hatten den nächsten Boss besiegt und alles. Und hat alles wunderbar geklappt, alles lief super. Und dann war die ganze Aufnahme im Arsch und ich hatte leider den Speicherstand nicht mehr, mit dem ich die Aufnahme gestartet hatte. Und demzufolge durfte ich jetzt das komplette Spiel bis zu diesem Punkt noch einmal ganz von vorne spielen. Ich bin gerade dementsprechend ein bisschen genervt. Ich will jetzt hier auch nur noch die halbe Stunde schnell aufnehmen, dass ich die Folgen für diese Woche jetzt hier fertig habe. Das ist alles ein bisschen blöd gelaufen. Ich weiß ja jetzt auch schon, was kommt. Wir haben so ein bisschen andere Ressourcen jetzt dabei. Ich glaube, wir haben ein bisschen weniger Munition. Ein bisschen weniger Heilung haben wir eventuell auch. Ich habe nicht mehr im Kopf, was ich zu Beginn der anderen Aufnahme hatte. Auf jeden Fall wundert euch nicht, wenn von den Ressourcen her es jetzt ein bisschen anders aussieht in unserem Inventar. Ich habe versucht, den Spielstand ungefähr so wiederherzustellen, wie wir ihn hier hatten. Das ist mir auch mehr oder weniger geglückt. Bis auf eine Kleinigkeit, die wir jetzt als allererstes nachholen, wo ich ja gleich mal ins Inventar gehe. Und zwar hier unter Datei. Da habe ich nämlich ein Dokument eingesammelt. Hier in diesem Raum, wo wir gerade stehen, was ich das letzte Mal noch nicht eingesammelt hatte. Und zwar dieses hier, Alexanders Memo. Und deswegen, bevor ich das jetzt noch vergesse, da haben wir gedacht, wir lesen das mal gleich als allererstes. So. Mein Vater Edward hat den Muttervirus in Zusammenarbeit mit einem anderen Artigen entdeckt, einem gewissen Lord Spencer. Sie haben ihn zu militärischen Zwecken erforscht. Als ihre Forschungen schließlich Ergebnisse zeigten, nannten sie die aktuelle Mutation des Muttervirus T-Virus. Um ihre Forschungen zu tarnen, gründeten sie Umbrella Chemical. Ich machte mein Examen in Biogenetik und arbeitete an einem streng geheimen Forschungsprojekt für meinen Vater. Doch meine Versuche durchliefen eine schwierige Phase und mein Vater starb mitten während des Projektes. Wir sind jetzt gegenüber anderen Forschern ins Hintertreffen geraten, denn die Konkurrenz auf dem Gebiet der T-Virus-Forschung ist sehr groß. Ich habe dem Namen der Familie Ashford, die unsere Urahnin Veronica gründete, Schande bereitet. Wenn nichts geschieht, wird Spencer Umbrella übernehmen. Ich muss das Projekt aufs Äußerste beschleunigen, aber ohne von Spencer entdeckt zu werden. Ich habe es mir gut überlegt und beschlossen, eine leistungsfähige Forschungsanlage zu errichten. Ich werde sie in dem Transportlager einrichten lassen, das ich in der verlassenen Mine in der Antarktis versteckt habe. In der Anlage werde ich mir einen eigenen Raum einrichten, der vom Design her meinem Anwesen ähnelt, dem Erbe des verstorbenen Trevor. Dort werde ich meinen süßen Erinnerungen nachhängen können. Aus Sicherheitsgründen werde ich diesem Projekt einen Codenamen geben. Ich werde den Namen unserer schönen Urahne nehmen, die ich so gerne wieder zum Leben erwecken möchte. Ich bin mir sicher, dass die Ergebnisse meiner Forschung ebenso ruhmreich sein werden wie ihr Name und dass die Ehre der Familie Ashford endlich wiederhergestellt wird. Ja, der Muttervirus, von dem da gesprochen wurde, das ist ein Virus, der heißt Progenitor. Der spielt vor allem dann später noch in Resident Evil Zero und in Resident Evil 5 eine Rolle. Das Erbe des verstorbenen Trevor, das ist ja so eine Anspielung auf Resident Evil 1, denn der Trevor, das war ja der Architekt, der die Spencer-Villa eingerichtet hat. Und tatsächlich soll es hier in der Antarktis, in dieser Basis, in der wir uns hier befinden, eine ähnliche Einrichtung geben wie die Spencer-Villa, zumindest ähnlich im Design. Klingt alles sehr interessant. Ich bin ja mal tierisch gespannt und weiß so überhaupt nicht, was jetzt eventuell als nächstes passieren könnte. Ja gut, wusste ich sowieso vorher schon, ist ja kein Blind Run, aber es ist alles wieder noch mehr in meinem Gedächtnis, weil ich es ja gerade eben erst gespielt habe. Ich weiß zum Beispiel, dass wir hier dieses Bücherregal, das sieht man ja schon, dass da oben noch Luft hinter ist. Das können wir verschieben.
Das letzte Mal, also in der letzten Aufnahme, habe ich das verschoben, nachdem wir den Strom in der Anlage wiederhergestellt haben. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt eventuell auch so schon geht. Ich werde es einfach mal probieren. Und es geht. Haha. Dann können wir schon mal gucken, wo diese Geräusche herkommen. Und wir sehen schon da so ganz ansatzweise im Dunkeln, da ist ein Schließfach, das so zappelt und zittert und rummuckt. Das ist so ein bisschen in Anlehnung vielleicht an das erste Silent Hill, an die Midwich Elementary School. Da gab es ja eine ähnliche Szene. Der ein oder andere hat vielleicht gespielt. Und da war die kleine süße Maus, von der habe ich auch schon mal erzählt. Das ist nämlich Ditch oder D-I-J. Das ist so ein kleiner Running Gag, so ein kleines Easter Egg, was die Entwickler in dieses Spiel eingebaut haben. Diese Maus begleitet uns nämlich mehr oder weniger durch das ganze Spiel. Hier hat sie jetzt mal einen relativ prominenten Auftritt gehabt. Normalerweise ist sie in diversen Sequenzen irgendwo im Hintergrund zu sehen oder huscht mal kurz vorne am Vordergrund vorbei. Und es gibt tatsächlich ein Dokument, das schaltet man, glaube ich, durch den Zusatzmodus des Spiels hier frei, den Battle-Modus. Das heißt Ditchs Tagebuch, da kann man die Geschehnisse des Spiels nochmal aus der Perspektive der kleinen Maus nachlesen. Ist ganz lustig. Und da liegt doch noch was. Ein weiteres Dokument. Der Brief des Butlers. Werter Sir Alfred, bitte verzeihen Sie, dass ich Sie durch diesen Brief von meiner abrupten Abreise in Kenntnis setzen muss. Ich habe bereits Ihrem Vater gedient, Lord Alexander, und habe entsprechend lange an den Freuden und Sorgen der Ashfords teilhaben dürfen. Lord Alexander verschwand vor fast 15 Jahren unversehens, und dann kostete ein Unfall bei einem Experiment unsere geliebte Alexia das Leben. Ihnen wurde die Verantwortung als Familienoberhaupt schon in sehr jungen Jahren auf die Schultern gelegt, und Sie verloren fast den Verstand, als Ihnen all Ihre Verwandten genommen wurden. Ich konnte nichts tun, um Ihnen zu helfen, und fühlte mich völlig hilflos. Ich dachte erst daran, mich zur Buße umzubringen, doch dann wurde mir klar, dass dies eine Beleidigung für Lord Alexander und Alexia dort in der anderen Welt gewesen wären. Scott Harmon, Butler der Familie Ashford. Ja. Und, es ist natürlich viel besser, dass der Butler jetzt einfach abgehauen hat, den armen Alfred alleine gelassen hat, der ja am Rande des Wahnsinns ist, seinen Vater verloren hat, seine Schwester verloren hat, diese ganze Verantwortung, ja, plötzlich als Familienoberhaupt zu gelten und sich um dies kümmern zu müssen, um das kümmern zu müssen. Und der Butler, der denkt einfach, ja, scheiße gelaufen, soll ich mich jetzt umbringen? Ach nö, dann mache ich ja Alexander und Alexia Schande, hau ich einfach mal ab. Das ist natürlich viel besser. Aber dieser Brief ist ganz interessant in der Hinsicht, und zwar erfahren wir hier, es hat tatsächlich eine Alexia gegeben. Also das war nicht nur pure Einbildung von dem Alfred, obwohl, das wissen wir ja im Prinzip schon durch dieses unglaublich unheimliche Video, was da auf Rockford Island gespielt worden ist, zum Beispiel, als wir Alfreds Computer in seinem Büro eingeschaltet haben, ne, da, wo sie der Libelle die Flügel ausgerissen haben und die dann an die Ameise verfüttert haben. Aber mit Alexia ist wohl anscheinend irgendetwas passiert. Und Alfred steht jetzt alleine da. Und hier ist ein Schalter. Den könnten wir jetzt betätigen, aber ich vermute mal, da wird nicht viel passieren, weil ja der Strom aus ist. Ja. Das bedeutet, wir müssen das hier im Hinterkopf behalten. Wir müssen später nochmal wiederkommen. Ich kann dir mal kurz mein Inventar zeigen jetzt hier. Ich habe 151 Pistolenschüsse. Ich weiß nicht, wie viel wir davor hatten. 20 noch in der Waffe, also 171 gesamt. 14 Granaten schleppe ich mit. Ich habe tatsächlich sogar noch 10 Explosivpfeile, obwohl die hatten wir ja wahrscheinlich letztes Mal auch gefunden, denn das Pulver habe ich hier in diesem Crewquartier gefunden. Ja, das ist alles ein bisschen blöd gelaufen. Ich hab ja Wochen im Voraus aufgenommen gehabt hier, Resident Evil, Code Veronica, wirklich Wochen im Voraus, hab dann Wochen nicht gespielt, bin dann hier wieder eingestiegen, 3 Stunden Aufnahme und jetzt alles für die Katz und ich hab so absolut keinen Überblick mehr, was jetzt in welchem Playthrough war und was wir jetzt wo gemacht haben, so ein bisschen Überblick verloren. Was ich noch weiß ist, dass hier jetzt gleich ein neuer
unglaublich nerviger Gegnertyp auftaucht, den ich probeweise dann mal versucht habe abzuschießen. Das ging auch ganz gut, aber die sind jedes Mal respawned, wenn ich diesen Raum hier neu betreten habe. Es ist also wirklich so ein Kampf gegen Windmühlen und das werde ich mir diesmal sparen. Ich werde einfach zusehen, dass ich hier immer schnell durchkomme. Mit möglichst wenig Kollateralschäden. So, gleich mal laufen. Die sind nämlich nicht nur giftig, diese dämlichen Motten. Also dieses Puder, was sie da verstreuen, das ist wirklich giftig. Die haben auch die Möglichkeit... Hier sind übrigens Zombies. Wow, unheimlich. So, völlig unerwartet. Wupp, so. Ach, der steht wieder auf. Jetzt stirb doch mal. Die haben auch die Möglichkeit, auf unserem Rücken zu landen und da ein Ei abzulegen, das dann nach einer gewissen Zeit schlüpft und uns natürlich auch vergiftet. Und da, ich meine jetzt natürlich die Motten, nicht die Zombies hier. Die Zombies können das in der Tat nicht. Die konnten mal ein Ei legen, als sie noch gelebt haben. Das war dann ein Ei einer etwas anderen Konsistenz, das auch meistens in irgendwelchen Schüsseln gelandet ist. Ich reg hier wieder einen Stuss zusammen. So, ich glaube, hier oben war abgeschlossen. Jawohl. Ich brauche auch gar nicht die Karte jetzt. Ich habe es mehr oder weniger im Kopf, hier diese Einrichtung. Das sind jetzt zwei oder drei Zombies, die hier noch unterwegs sind. Wir könnten jetzt hier rechts rein. Da ist so ein Förderband, das wir in Betrieb nehmen können und so ein kleines Paket. Aber das ist mehr oder weniger witzlos, solange der Strom nicht an ist. Deswegen werde ich einfach erstmal... Ich will versuchen, an dem... Boah, jetzt legt er hier aber ganz schön zu. Dann schieße ich ihn halt doch ab. Ja, der hat erkannt... ist so dunkel hier. Und dann hat er gesehen, ach herrje, das ist ja eine Frau. Und hat sein Tempo gleich mal verdoppelt hier. Ja, hat wahrscheinlich schon lange keine Frau mehr gesehen. Die letzten weiblichen Zombies, die gab es ja in Resident Evil 2. Das ist ja schon eine Weile her, ne? Also ein paar Monate bestimmt. So, komm, hauen wir den auch weg da. Ich weiß nämlich, dass wir mindestens noch ein oder zwei Pakete Pistolenmunition erhalten werden in einem Raum. In einem Raum, den ich gar nicht mag. Der ist hier... Hier hinten links. Da müssen wir dann auch noch rein, aber da werde ich auch erst reingehen, wenn wir da rein müssen. Ne? Hier kann ich ja kurz zeigen, da ist der Hebel. Hier können wir das Förderband dann in Gang setzen. Hier, diese Kiste hier, mit der hat wirklich was auf sich noch. Da ist nämlich Anti-BOW-Gas drin. Das ist für ein späteres Rätsel noch relevant. Wie gesagt, hier links könnten wir schon rein, will ich jetzt aber noch gar nicht. Was wirklich interessant ist, ist diese Tür hier. Also erstmal ist interessant, ach, gucke mal da. Da oben ist noch ein Päckchen auf dem Förderband. Das ist auch der Grund, warum wir das einschalten müssen. Denn da gibt es noch was Interessantes zu holen. So, hier in der Waffenkammer sind Zombies. Mal zur Abwechslung. Der lebt ja noch. Ach, der lebt ja noch. Es ist wirklich sehr dunkel, da möchte ich mich für entschuldigen. Ich sollte vielleicht in die Armbrust ein bisschen häufiger benutzen. Komm, den können wir jetzt auch so provozieren. Ach, Schiete. Wenn ich jetzt das Messer hätte... Was ist denn das da unten links? Achso, das waren unsere Patronen, oder was? Ja, ich glaube, wir haben wirklich weniger Munition. Oder ich habe mehr mit der Armbrust gearbeitet. Hier ist nichts Nützliches. Das Nützliche ist nämlich irgendwo hinten rechts in der Ecke. Was wir jetzt brauchen, ist eine Schlüssel. Den wir hier erhalten. Der Minenraumschlüssel, das ist die verschlossene Tür, die wir eben gerade in der Halle gesehen haben. Und der andere Bereich da hinten, wo der Zombie jetzt gerade rumscheißert. Der ist... Ach so, es sind zwei. Ach, das sind zwei. Oh, die werden ganz schön schnell hier gerade. Es ist mir entschieden zu dunkel. Ich mache erstmal Licht, glaube ich.
Und vor allem sollte ich vielleicht wirklich versuchen, meine Armbrust noch zu holen.